sicher, dass er 3 Uhr gesagt hat? Ich bin ziemlich sicher, dass er 3 Uhr sagte, Warren, ja. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in einen verdammten Kofferraum gesperrt wurde. Wie siehst du eigentlich aus? Ich komme direkt von der Arbeit, also... Du wenigstens ein verdammtes Handleichen. Ich kann nicht hier sein. Dass er wirklich mit uns allen reden will? Nein, er hat gesagt, er will mit uns allen reden, außer mit dem Schwarzen. Na klar, will er mit uns allen reden. Jetzt versuch mal nicht witzig zu sein, Zack. Noah, in was für einen Scheiß hast du uns da reingeritten? Jungs, ich sollte doch das verdammte Geld besorgen, verdammt! Wir dachten, du hast das verdammte Scheißgeld. Was zum Teufel redest du denn da? Ich dich gleich neben deinem verdammten Vater verbuddeln. Mann, hey Noah, danke, dass du das verdammte Geld besorgt hast. Halt die Fresse, Schnauze, ich schwöre, du verdammter Herr. Wie kann ein Mensch bloß so blöd sein? Verdammt nochmal. Ist doch wahr, was ist das für Scheiße? Jetzt setz dich doch mal hin und hör auf, hier Krawall zu machen. Von wem hast du eigentlich das Geld gepumpt? Hä? Warte doch mal. Wie geht's dir? Ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Was ist passiert? Tja, ich bin die Treppe runtergefallen. Tatsächlich? Du weißt, was ich für ein Tölpel bin. Du bist immer noch die Mechaniker, hm? Eddie, es war meine Schuld. Ich hab's vergeigt. Es war allein meine Schuld. Ich muss jetzt weitermachen. Okay. War schön, dich wiederzusehen, ja, Eddie. Ja, auch. Hey? Gary! Fahr rüber zu Diamonds. Wieso? Okidok, wir sind unterwegs. Alles klar. Okay, packen wir es an. Kommt mit. Sir? Was kann ich für Sie tun? Tommy, ist der da? Legt unter dem Taxi. Tommy? Sekunde. Ja? Ich bin ein Freund von Paula. Okay, sie hat eine Menge Freunde. Wer bist du? Ihr Onkel Eddie. Sag ihr, es tut ihr leid. Kauf ihr Blumen. Sie werden nicht wiederkommen müssen. Hey, wie geht's so? Hey, Jungs, ich weiß nicht. Sie und Ihre Partner haben sich eine ansehnliche Summe von meinem Boss geborgt. Und aufgrund neuester Entwicklungen ist er wegen der Rückzahlungen beunruhigt. Er möchte sich mit Ihnen treffen. Bringen Sie Ihre Freunde mit. Sicher, dass er wirklich mit uns allen reden will? Nein, er hat gesagt, er will mit uns allen reden, außer mit dem Schwarzen. Na klar, will er mit uns allen reden. Na, Jungs, hab mich verspätet, tut mir leid. Verkehr. Schuldet ihr mir 400.000? Meine Herren, ich biete euch einen Ausweg. Weg. Ihr müsst nichts weiter tun, als ihn abholen. Und festhalten. Für 24 Stunden. Wir sind keine Kriminellen. Und wenn ihr das für mich tut, betrachte ich eure Schuld als beglichen. Hey, sieh nach, was mit Marquez ist. Sieh du nach. Marquez! Dass Mr. Demetrius Flemings Neffe Marquez gestern entführt wurde. Machst du Witze? Jedenfalls kann man daraus eine Lehre ziehen. Irgendjemand wird die Rechnung für diesen Scheiß zahlen. Ich habe heute nicht den besten Tag. Was tust du da? Ist alles okay? Der Chef gegen Angstzustände, mir geht's gut. Na genial, er schießt sich weg. Sie haben uns verarscht. Berufsrisiko. Ihnen war doch klar, wer der Kerl ist. Das bedeutet, ihr seid alle so gut wie tot. Wir gehen zur Polizei, wir bitten um Schutzhaft. Wo ist Marquez Fleming? Ich weiß nicht. Du weißt sicher was. Oh Mann, tut mir leid, ist mir durchgeflogen. Mir geht's gar nicht gut. Das gibt eine kleine Planänderung, Eddie. Werdet ihr genau das tun, was ich von euch verlange? Na schön. Die Aktion endet jetzt! Ist das meine Kanone? Oh nein, ihr geht nicht sorgfältig damit um.